Gut, und wir schauen, ob die Union mit dieser Kampagne Erfolg haben kann und ob dieses Gesetz am Ende doch noch gestoppt werden wird, und diskutieren das jetzt mit einem hessischen grünen Wirtschafts- und Verkehrsminister, außerdem stellvertretender Ministerpräsident Tarek Al-Wazir und der stellvertretende Union-Vize in der Fraktion im Bundestag, Jens Spahn. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Herr Spahn, Herr Al-Wazir. Herr Al-Wazir, die Landtagswahlen in Bremen sind für die Grünen nicht gut ausgegangen. Sie haben Wahlen im Oktober in Hessen. Herr Habecks Gesetz steht da in der Mitte. Haben Sie in den letzten Tagen mal angerufen und gesagt, lieber Robert, so geht's nicht weiter? Also ich habe ihn in den letzten Tagen angerufen, aber habe ihm nicht gesagt, so geht's nicht weiter. Wir haben über alles Mögliche geredet. Natürlich ist klar, auch über Heizungen. Ja. Natürlich ist klar, das ist kein Rückenwind, was da gerade auf Bundesebene diese ganzen Debatten für uns bedeuten. Das war auch kein Rückenwind in Bremen. Gleichzeitig, das ist interessant. Also Sie haben miteinander geredet, Sie haben über Heizungen geredet. Gleichzeitig, das werde ich Ihnen dann nachher erzählen. Aber gleichzeitig will ich auch noch mal sagen, was mir schon aufgefallen ist. Ja. Wir hatten ja am Sonntag zwei Wahlen. Wir hatten eine Landtagswahl in Bremen und eine Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein sind übrigens mehr Leute wählen gegangen als in Bremen. Ja, und komischerweise in der Landeshauptstadt Kiel sind die Grünen stärkste Partei geworden, haben 7% dazu gewonnen. In Bremen haben wir 12% bekommen und 5% verloren. Soll ich jetzt an Herrn Spahn das Argument geben? Finden Sie das okay, dass Sie Kiel vergleichen mit Bremen? Nein, das ist auch nicht der Punkt. Ich glaube, Herr Al-Wazir. Aber es muss irgendwie ja auch, ich meine, die Bundesstimmung letzten Sonntag war ja in Kiel und in Bremen gleich. Also es muss auch lokale Ereignisse geben, die irgendwie Einfluss gehabt haben. Also das will ich sagen. Meine Vermutung wäre, dass Herr Al-Wazir wahrscheinlich häufiger dieser Tage die Faust in der Tasche ballt, weil er weiß, dass das, was da gerade passiert im Bund, was Robert Habeck macht, vor allem diese Radikalität im Zeitplan, das kann schon zum 01.01.2024, die Art und Weise, wie das mit der Brechstange gemacht wird, dass ihn das viele Prozente kosten kann bei der Wahl am 8. Oktober in Hessen. Ich bin sehr sicher, wenn dieses Gesetz, so wie Robert Habeck es vorgeschlagen hat, im Bundestag verabschiedet wird, dann wird diese Landtagswahl in Hessen auch eine Abstimmung über dieses Gesetz sein. Und ich habe eine Vorstellung davon, wie das ausgeht. Und insofern würde ich, wenn ich Herr Al-Wazir wäre, mir gerade große Sorgen machen. Ja, aber Herr Al-Wazir hat ja gesagt, er verrät uns, was er mit Robert Habeck in Sachen Heizung besprochen hat. Na, zuallererst muss man ja mal sagen, warum gibt es dieses Gesetz überhaupt? Es macht ja niemand, um irgendwen zu quälen. Also ich darf mal daran erinnern, vor einem Jahr hatten wir Angst, dass es nicht ausgeht. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und Robert Habeck hat dieses Land durch die größte Energiekrise gesteuert, die wir je hatten. Das haben und Sie ihm bestimmt nicht gesagt. Ehrlicherweise, Frau Maischberger, ganz kurz. Was haben Sie an Habeck gesagt am Telefon über das Heizungsgesetz? Natürlich müssen wir auch mal daran erinnern, dass wir diese Energiekrise noch nicht überwunden haben und wir wirklich kein russisches Erdgas mehr haben. Gut. Gas ist momentan doppelt so teuer wie vor anderthalb Jahren. Und deswegen ist ja völlig klar, wir können nicht ewig weiter mit dem Verbrennen von Öl und Gas weitermachen. Und zwar völlig unabhängig von der Klimakrise, die kommt ja noch oben drauf. Und insofern ist klar, wir müssen da was verändern. Und natürlich ist klar, dass wir jetzt ein Gesetz haben, was im Bundestag liegt. Die Ampelkoalition hat übrigens im Koalitionsvertrag schon vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine gesagt, am 1. Januar 2025 soll ein solches Gesetz in Kraft treten. Und jetzt wird über dieses Gesetz beraten. Es wird über den sozialen Ausgleich beraten, der für uns Grüne ganz besonders wichtig ist. Was haben Sie, Herrn Habeck, gesagt am Telefon über das Gesetz? Wir haben über die Frage gesprochen, wie es am Ende werden wird. Und es wird in den nächsten Monaten beraten werden. Ich bin ganz, ganz sicher, dass der soziale Ausgleich kommt. Und dass wir natürlich auch über kluge Lösungen reden, wie man am Ende dieses Gesetz zu besserer Akzeptanz führt. Das ist doch völlig klar. So, ich glaube, ich kriege keine richtige Antwort auf diese Frage. Ja, ich warte jetzt nicht mehr. Ich gebe jetzt das Wort Herrn Spahn. Herr Spahn, Sie wollen das Gesetz stoppen. Sie haben gesagt, Sie werden jede Wahl in diesem Jahr zu einer Abstimmung über das Gesetz machen. Wenn es so bleibt, ja. Was genau wollen Sie denn? Wollen Sie denn, dass das Ziel nicht erreicht wird? Wollen Sie, dass weiter Ölheizungen verbaut werden? Also erstens mal gibt es ein Verbot für neue Ölheizungen ab dem 01.01.2026. Das ist schon längst im Gesetz. Und jetzt stellt sich ja die Frage, warum, das ist der erste Punkt, den wir anders wollen, warum muss das jetzt mit der Brechstange innerhalb von 8 Monaten in Kraft treten? Und nur um das mal auch für Herrn Becker einzuordnen. Deutschland hat 2% des CO2-Ausstoßes der Welt. Die Wärme in den Gebäuden sind etwa ein Drittel, also 0,7%. Dass wir das Weltklima damit retten, dass wir jetzt 2 Jahre schneller das machen oder nicht,
Das kann man den Leuten nicht erzählen, das wissen die auch. Das macht fürs Weltklima keinen Unterschied, für die Akzeptanz, für die Frage, ob die Menschen sich das leisten können, ob wir überhaupt hier noch die Menschen mitnehmen können, Klimaschutz geht nur mit ihnen, macht es einen Riesenunterschied. Ein zweites, wenn wir, ja, wir wollen klimaneutral werden, das haben wir übrigens ins Gesetz geschrieben, ja. 2045, geht es ja auch noch um die Frage, was ist effizient? Der Gesetzentwurf von Robert Habeck sagt, bis 2030 wird durch dieses Wärmepumpengesetz etwa 42 Millionen Tonnen CO2 gespart. Wissen Sie was? Wenn die drei Kernkraftwerke 2 Jahre länger laufen würden, statt Kohlekraftwerke, und die laufen jetzt Kohlekraftwerke statt Kernkraft, in diesen 2 Jahren würden die Kernkraftwerke die 42 Millionen Tonnen CO2 gespart haben, weil dann die Kohle nicht so laufen müsste. Heißt doch die Frage, was macht mehr Sinn? Zig Milliarden Euro an Förderungen, damit man jetzt den Volkssturm sozusagen, die Entrüstung wieder ruhig kriegt, die Empörung, ich korrigiere das Wort, Sie gucken schon so. Ja, ich verstehe es, was Sie meinen. Ich entschuldige mich, ich wollte sagen, die Empörung in der Bevölkerung wieder in den Griff bekommt, dass man damit Milliarden Euro braucht, während das Längerlaufen der Kernkraftwerke ein paar zig Millionen kosten würde. Und deswegen, da entsteht, glaube ich, auch aus meinen Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern die Empörung. Die spüren einfach, es wird ihnen was abverlangt. Sie werden überfordert in der kurzen Frist, in diesen hohen zigtausenden Euro, die sich ergeben, obwohl es in Wahrheit so einen großen Unterschied eben nicht macht und nicht das Effizienteste ist, was man machen kann. Bevor wir über die Kernkraft reden, reden wir bitte über die Heizungen. Also das Argument ist ja Brechstange, viel zu schnell. Warum macht ihr das nicht ein bisschen langsamer? Das wäre ja einfach. Wollen Sie es verschieben? Also zuallererst muss man sagen, von wegen Brechstange, wir sind viel zu spät, weil Jens Spahn hat es gerade gesagt. Die Große Koalition hat beschlossen 2045 Klimaneutralität. Und wenn man eine Gasheizung, die übrigens bis letztes Jahr noch gefördert worden ist im Neubau, sozusagen im Neueinbau, wenn man die heute installiert und die gut gewartet ist, dann läuft die 28 bis 30 Jahre. Da sind wir weit über 2045 hinaus. Ja. Und das genau ist das Problem. Da ist ein Gesetz beschlossen worden von der Großen Koalition, die aber keinerlei Wege aufgezeigt hat, wie man da eigentlich hinkommen soll. Weil, wie gesagt, 2045 Klimaneutralität und Heizungen einbauen, die 30 Jahre laufen und mit Gas betrieben werden. Also nicht verschieben. Das passt nicht zusammen. Nicht verschieben. Nein, Moment, Achtung. Ich bin sehr dafür, dass wir dieses Gesetz noch vor der Sommerpause beschließen. Weil was jetzt alle brauchen, ist Planungssicherheit. Mhm. Die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft, das Handwerk, wir brauchen Planungssicherheit. Aber ich bin auch in dem Fall dafür, dass man über die Frage diskutiert, ob man alles zum 01.01.2024 in Kraft setzen heißt muss. Heißt ganz genau was? Das ist ein Unterschied. Man braucht jetzt Planungssicherheit, man kann es beschließen, aber am Ende die Frage, ob alles zum 01.01.2024 also wann muss, wann wäre dann Ihr Stichdatum? An einem halben Jahr mehr oder weniger, davon geht die Welt nicht unter. Insofern bin ich sehr dafür, dass man das sehr klug macht. Und wenn Sie genau hingehört haben, hat Robert Habeck das auch schon gesagt, dass er in dem Punkt maximal pragmatisch ist. Jetzt muss man halt kluge Lösungen finden und gleichzeitig, ganz, ganz wichtig, den sozialen Ausgleich organisieren. Es gibt jetzt schon für jede klimafreundliche Heizung eine allgemeine Förderung von 30%. Ja. Es gibt den sogenannten Klimabonus von 20%. Wir Grünen sind dafür, dass wir das sozial staffeln. Das heißt, diejenigen, die wenig Geld haben, sollen einen höheren Zuschuss bekommen. Die FDP ist bisher dafür, dass alle gleich viel bekommen, ob arm oder reich. Das muss geregelt werden, also sozialen Ausgleich, kluge Lösung, aber noch vor der Sommerpause beschließen, damit alle Planungssicherheit haben. Das klingt doch nach einem Kompromiss, den Sie zustimmen können. Und was ist dagegen einzuwenden, dass dann die Förderungen kommen? Also bis zu 50% der Kosten könnten also dann sozusagen... Zuerst einmal... Das erinnert mich so ein bisschen an die Debatte um die Gasumlage letztes Jahr. Nachher will es keiner gewesen sein. Alle verabschieden sich so gerade von diesem Heizgesetz, wie es vorgeschlagen war. Ist ja eine interessante Entwicklung, aber das zeigt eben, Wahlen haben Folgen, was gut ist. Was ist das mit der Förderung? Jetzt muss man ja sehen, eine Wärmepumpe ist nicht so einfach wie ich tausche eine Ölheizung durch eine Gasheizung. Ich muss im Zweifel auch Dämmmaßnahmen machen. Das muss jetzt nicht immer die Fußbodenheizung sein, wie alle sagen, aber ich muss zumindest im Altbau an den Türen, an den Fenstern, an den Dächern was machen. Das kostet im Zweifel einige zigtausend Euro. Jetzt muss man einfach mal auf die Lebensrealität schauen. Für viele ist selbst bei 50% Förderung 40, 50, 80.000 Euro an Kosten, die das bedeutet, immer noch zu viel. Und jetzt gibt es ja auch Alternativen. Das ist ja der zweite Vorwurf neben der Frist. Dieser Fokus nur auf die Wärmepumpe. Das ist eine klimaneutrale Lösung. Es gibt auch das Thema Geothermie, also Tiefenwärme. Es gibt die Frage Biomethan, Biogas. Es wird übrigens auch Bioheizöl geben. Auch das ist
ist schon in der Entwicklung, könnte man sogar schon beimischen an dem Heizöl, wäre auch klimaneutral. Es gibt das, ja, das Problem bei den Grünen ist, und das ist übrigens das einzige Problem an Herrn Greichen und seinem Netzwerk, dass das so eine fast schon Ideologie ist, dass alles elektrisch sein muss. Es muss alles mit Strom laufen. Es geht aber doch nicht darum, wie viel Wärmepumpen wir einbauen. Es geht doch darum, wie viel CO2 wir einsparen. Und wenn das das Thema ist, dann finde ich, muss man nicht die Wärmepumpe vorgeben, die teuerste Lösung, sondern dann muss man sagen, für jedes Haus das, was am besten passt, Hauptsache am Ende klimaneutral. Nehmen wir das Argument und geben es Ihnen wieder zurück. Also es würde vermutlich dann eben auch Kosten sparen. Und da hat ja Herr Spahn vermutlich einen Punkt. Sind Sie ehrlich genug, den Menschen zu sagen, was es kostet? Und sind Sie offen genug, Ihnen die Möglichkeit zu geben, auch andere Lösungen einzubauen? Das war ja das Argument. Ja, die sind ja im Gesetz sogar vorgesehen. Nur man muss mal natürlich sagen, Geothermie mal als Beispiel, das ist ja nicht billiger als eine Wärmepumpe. Da muss ich irgendwie in den Boden bohren. Und ich bin auch sehr für Technologieoffenheit bei Punkten, wo wir noch nicht genau wissen, was das Effizienteste ist. Aber beispielsweise Wasserstoff wird ja auch immer genannt, der kommt halt natürlich nicht vor. Den muss ich erzeugen. Und ich muss ihn erzeugen mit Strom. Und da ist einfach sinnvoller, sowohl beim Pkw als auch bei der Wärmepumpe, ihn quasi direkt zu benutzen und nicht erst umzuwandeln. Das ist einfach, wenn Sie so wollen, sozusagen physikalische Notwendigkeit. Mhm. Immer wenn ich etwas umwandle, verliere ich Energie. Und je mehr Schritte ich da machen muss, sozusagen ist es immer besser, ich nutze es direkt. Aber nochmal, es kostet Geld, ja, aber Achtung, auch hier müssen wir sehen, was kostet eine Heizung über die Lebensdauer. Das Problem ist, Jens Spahn sagt immer nur, was er nicht will. Er sagt aber nicht, was er will und was das langfristig kostet. Ehrlicherweise muss man sagen, Erdgas ist momentan sehr viel teurer als noch vor anderthalb Jahren. Strom übrigens auch. Die Zeit von billigem russischen Gas ist vorbei. Strom ist übrigens auch teurer. Der Strom wird wieder billiger werden. Übrigens, vor einem Monat haben Sie erklärt, jetzt sind die Atomkraftwerke abgeschaltet. Der Strom wird nach oben gehen. Ja, aber Sie sagen, das Gas wird auf jeden Fall teurer. Gas wird teurer und vor allem diejenigen, die immer sagen, wir machen das über den CO2-Preis, da wird es ja noch mal teurer werden. Und das heißt, jeder, der jetzt eine Erdgasheizung einbaut, wird über die Laufzeit draufzahlen. Die Wärmepumpe wird sich über die Lebenszeit rentieren. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir denen helfen, die das nicht hinbekommen, dass sie das auch schaffen. Das Argument würde ich gerne an Sie zurückgeben. Also es gibt ja jetzt die Kampagne der Union, also die CDU macht eine, die CSU macht eine, dann die CDU und Thüringen und Sachsen machen unterschiedliche. Aber in einem sind Sie sich hier einig. Die sagen, wir wollen dieses Heizungsgesetz nicht. Müssen Sie ins Kleingedruckte schreiben, PS, Vorsicht, wenn Sie jetzt noch Öl- und Gasheizungen einbauen, dann werden die Kosten in den nächsten Jahren möglicherweise explodieren? Tun Sie das? Na, man muss dazu sagen, ja, die CO2-Bepreisung wird steigen, Öl- und Gasheizungen werden teurer werden, wenn, jetzt müssen wir nochmal sagen, wenn man nicht, und die Entwicklungen passieren ja, Biomethan, Biogas, es wird klimaneutrales Gas geben. Es ist kein Erdgas, aber klimaneutrales Gas. Es gibt jetzt schon... Aber wenn es das nicht gibt, also im Moment Frau, gibt Frau es das Frau Maischberger, darf ich kurz... Doch, es gibt es. Es ist ja kein Rocket Science, ist ja keine Raketenwissenschaft. Das ist die Wärmepumpe. Nur mal, die Wärmepumpe... Ja. Wir haben aktuell Strom, 40-50% unseres Stromes im Jahr kommt aus Kohle und Gas. Also auch die Wärmepumpe ist doch Stand heute nicht klimaneutral, sondern mindestens mal 40-50% mehr CO2. Und jetzt kommen wir noch mal zu dem Thema Kosten. Ich komme so aus dem Münsterland, aus dem Dorf. Bei uns war das so, wenn du einigermaßen normal verdient hattest, konntest du dein Haus, deine Heizung, dein Auto dir leisten, ohne dass du vom Staat irgendeine Förderung brauchtest. Mhm. Wohin wir mit diesen Grünen auf dem Weg sind, egal ob Elektroauto oder Wärmepumpe, oder dass irgendwie selbst Otto Normal, Durchschnittsfamilie, am Ende in irgendeiner Form immer Förderung, Unterstützung, irgendwas vom Staat braucht, um einfach leben zu können. Und das ist einfach nicht mein Gesellschaftsbild. Wir haben übrigens gerade eine Zeit mit Höchstinflation, wo ein Durchschnittsverdiener im Monat um die 500 Euro faktisch weniger hat durch die Inflation. Also in einer Zeit, wo alle sich gerade Sorgen machen, wie sie ihre Alltagskosten überhaupt bezahlen können, kommt so ein Gesetz rein, sagt in 8 Monaten Wärmepumpe, paar zigtausend Euro mehr, ein bisschen Förderung gibt es auch. Und das macht die Leute wuschig. Und wenn die Grünen das nicht verstehen wollen, sage ich noch einmal, dann glaube ich, wird Herr Tarek Al-Wazir am 8. Oktober seine Quittung dafür bekommen. Wir haben das mit den Gesetzen aus dem Hause Habeck gerade auch schon diskutiert. Und das wäre jetzt das zweite Gesetz nach der Gasumlage, das in dem Vorschlag so, ich sage jetzt mal, unfertig ist, dass es am Ende vielleicht gar nicht zum Tragen kommt oder ganz anders. Sind Sie sicher, dass bei Habeck im Ministerium wirklich Profis sitzen?
Ja, weil ich ja gesehen habe in den letzten anderthalb Jahren, seitdem diese Regierung im Amt ist, was die alles auf den Weg gebracht haben. Da wurde mehr für die Energiewende getan, mehr für Energiesicherheit als in den 16 Jahren davor. Das muss man einfach so sagen. Mhm. Und wir sind in der jetzigen Situation, weil vorher die Energiewende systematisch ausgebremst worden ist. Der Strompreis jetzt ist ja so hoch, weil die fossilen Energien so teuer geworden sind. Wenn wir schneller gewesen wären bei der Energiewende, dann wäre das jetzt auch günstiger. Das ist ja das Gute, zu sagen, dass wir eine Lösung haben, wie das funktionieren kann, wenn wir das jetzt wirklich vorantreiben. Wie viel Prozent des Erneuerbaren sind? Wie viel Prozent des Stroms sind erneuerbar? Knapp 50%. Und wie viel war es vor 20 Jahren? Vor 20 Jahren waren es 5. Ja, eben. Innerhalb von 16 Jahren. Ja, weil als wir übernommen haben, waren es 5. Als wir übernommen haben, waren es 5. Jetzt sind es 50. Wir haben das erneuerbare Energiengesetz auf den Weg gebracht gegen euren heftigsten Widerstand. Es ist nichts passiert. Ich akzeptiere, wenn Sie sagen, es ist zu wenig passiert. Akzeptiere ich immer. Mehr ist immer gut. Aber dass ich mir immer anhören muss, in 16 Jahren gibt es kein Industrieland auf der Welt, das den Ausbau der erneuerbaren Energien, Wind, Solar, Wasserkraft, mehr vorangetrieben hat als Deutschland. Andere Länder haben sich mal an uns orientiert und uns inzwischen überholt. Und ich wollte ja eigentlich nur nett sein, aber jetzt frage ich mal alle Bürgerinnen und Bürger, stellen Sie sich mal vor, Stichwort Habeck, stellen Sie sich mal vor, Peter Altmaier hätte die Energiekrise managen müssen. Und deswegen kann ich nur sagen, ich bin heilfroh, dass Robert Habeck in den letzten anderthalb Jahren auf dieser Position war und diese Energiekrise gemeistert hat, dieses Land durch diese Energiekrise geführt hat und daran arbeitet, dass wir uns unabhängig machen von Öl und Gas. Und deswegen nochmal, die Leute, ich verstehe Jens Spahn sagt ja völlig zu Recht, die Leute haben Sorgen, wir haben Inflation, wir haben sozusagen große Schwierigkeiten momentan, aber die Leute hatten doch vor ein paar Monaten und auch jetzt noch Angst vor ihrer Gasrechnung im Briefkasten. Wissen Sie eigentlich, was Robert Angst vor der Energiewende. Und deswegen ist es doch an dieser Stelle klar, dass wir uns da unabhängiger machen müssen. Und je später wir damit anfangen, umso schmerzhafter wird es am Ende. Was im Moment gerade passiert, ist, dass der Ministeriumschef Robert Habeck von Teilen der Union als Pate dargestellt wird. Dass das Ministerium als eine Art von Clan- und Vetternwirtschaft versippt und so weiter dargestellt wird. Die Union hat gefordert, dass dieser Staatssekretär entlassen werden soll. Robert Habeck vertritt den Standpunkt, der Fehler ist geheilt. Der Trauzeuge hat den Job nicht bekommen. Wir haben verstanden. Und trotzdem wird die Forderung erhoben. Ist das überzogen aus Ihrer Sicht? Muss der wirklich gehen oder haben Sie einfach ein gutes Thema gefunden für den Wahlkampf? Naja, das Thema ist ja entstanden durch eigenes Tun. Hat ja niemand gefunden, sondern es gab ein Fehlverhalten. Sie sagen, es ist geheilt. Robert Habeck hat ja selbst angekündigt, dass es ein Disziplinarverfahren gegen den Staatssekretär geben soll. So offensichtlich ist noch nichts abschließend geheilt. Es gibt ein Disziplinarverfahren. Am Ende muss Robert Habeck selbst entscheiden, wie er damit umgeht. Ich kann nur eins sagen. Solange das nicht aufgelöst wird, solange Patrick Reichen die Verantwortung behält für die Klimaschutzpolitik in Deutschland, wird Vertrauen darin nicht zurückkommen. Weil das Gefühl da ist, dass da im Ende, und das ist ja das, was deutlich geworden ist, das finde ich ja viel spannender, ein Netzwerk, ein über Jahre gewachsenes Netzwerk von Ideologen, engstirnig, einseitig, übergriffig, an diesem Thema... Nein, jemand bitte den Gesichtsausdruck von Herrn... Ja, das können Sie ruhig machen, weil das Thema, wir wollen, dass überall eine Wärmepumpe ist und überall ein Elektroauto. Wir wollen den Verbrenner verbieten und am Ende auch alle anderen Heizungsformen. Hm. Das wird aus diesem Netzwerk heraus seit Jahren vorbereitet und das wird jetzt umgesetzt und das ist spannend zu sehen. Übrigens eines noch zum Thema. Frau Maischberger, eben zu dem Argument. Können wir eins nach dem anderen machen? Weil ich würde aber gerne, das war ja das von das ihm. Würde ich gerne jetzt einmal aufnehmen mit dem Netzwerk, mit den Ideologen, die da quasi eine Politik machen, eben im Zweifel gegen den Bürger. Wir haben es auch gerade diskutiert. Ich würde es gerne von Ihnen hören, Herr Al-Wazir. Wenn Sie so dafür sind, dass dieses Gesetz kommt, weil Sie der Sache Glauben schenken, wäre es dann nicht besser, wenn Robert Habeck diesen Mann aus dem Verkehr ziehen würden oder er sich selber, damit man wieder über die Sache redet und nicht über die Vetternwirtschaft? Also erstmal, was ist passiert? Es ist ein Fehler passiert. Patrick Reichen hat einen Fehler gemacht. Er war an einem Besetzungsverfahren beteiligt, an dem er nicht hätte beteiligt sein sollen. Und hat es nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Am Ende hat er es aber offengelegt. Der Fehler wurde erkannt. Er wurde insofern geheilt, dass das Besetzungsverfahren neu aufgerollt wird. Das ist das, was passiert ist. So, Fehler passiert. Das ist die Sache, aber die Fehler politische erkannt, Fehler geheilt. Kampagne geht ja auch dahin, ja, das auszunutzen. Ja, und deshalb frage ich Sie nochmal. Stimmt. Es wäre wahrscheinlich für Sie einfacher,
über das Gesetz zu reden, wenn es nicht auch noch diese Causa gäbe. Also aus der Sache und um der Sache willen, besser ohne den Mann weiterzumachen? Ja, und Robert Habeck hat am Ende gesagt, angesichts der Verdienste von Patrick Reichen, hat ja nie irgendjemand die Kompetenz von Patrick Reichen in Energiefragen bezweifelt. Und dem, was an Fehler passiert ist, sagt er, entscheidet sich, er bleibt. Das ist seine Entscheidung und die hat er so getroffen. Und deswegen kann ich an der Stelle nur sagen, ja, Opposition muss Regierung nicht loben, Opposition muss Regierung kontrollieren und kritisieren. Aber diese Worte Mafia und Clan und in 3 Monaten sagt ihr dann wieder, die Leute haben kein Vertrauen in die Politik. Ich meine, das nützt euch doch auch nichts. Das landet bei Rechtspopulisten und Rechtsradikalen, diese Form sozusagen der Auseinandersetzung. Also da würde ich mir von der Union manchmal wünschen, auch mal ein bisschen die Kirche wieder im Dorf zu lassen. So will ich es vielleicht mal ausdrücken. So, Ihr zweites Argument betraf noch Herrn Greichen. Wissen Sie es noch? Ich weiß noch das Argument, aber ich will nur eins dazu sagen. Was natürlich dazu kommt, ist einfach sozusagen der hohe moralische Anspruch, den Grüne ja auch in den letzten Jahren immer aufgebaut haben, wenn sonst irgendwas war. Und an dem werden sie jetzt halt gemessen. Und deswegen sage ich ja, ist das Robert Habecks Entscheidung, ob die Glaubwürdigkeit in der Klimaschutzpolitik zurückkehrt. Und dazu gehört das zweite Thema, weil Sie sagen, unabhängig machen vom Gas. Robert Habeck, der Bundesenergieminister, plant, 20 bis 30 Gaskraftwerke in Deutschland zu bauen. Weil natürlich jeder weiß, die erneuerbaren Energien sind nicht jederzeit verfügbar. Kernkraft wollen wir nicht, Kohle wollen wir aus guten Gründen nicht, also brauchen wir Gaskraftwerke. Und das spüren die Leute doch auch. Die Bundesregierung will Gaskraftwerke noch bauen, und zwar in nennenswerter Gigawattzahl an Leistung. 20 bis 40 Gigawatt sind die Planungen. Und hier wird so getan, als würde man völlig vom Gas sich unabhängig machen. Das geht einfach nicht, weil das ist Physik. Sonne und Wind sind nicht immer da. Wir brauchen Kraftwerke, die teilweise eben auch jederzeit dann verfügbar sind. Und deswegen finde ich, sollte man diese Märchen, die man da erzählt, wie das alles mal aussieht, wie das alles funktioniert, vielleicht einfach mal etwas ehrlicher. Es zählt ja nicht die gute Absicht, sondern das gute Ergebnis. So, grüne Politik ist sehr getragen von der guten Absicht. Mhm. Ich finde aber wichtiger das gute Ergebnis. Die Kernkraft. Und das merken auch die Bürger. Das war ja ein Argument, das Herr Spahn ganz am Anfang gebracht hat. Also geht nicht an die Heizungen der Menschen rein und jeden einzelnen Heizungskeller. Lasst die Kernkraft einfach dran, dann hättet ihr quasi die CO2-Ersparnis, die ihr an der Stelle der Heizung der Häuser haben wollt. Freihaus. Ja, stimmt halt einfach nicht, weil die Kernkraft hat zuletzt noch die Atomkraft 5% beigetragen. Übrigens habe nicht ich den Atomausstieg und das Atomgesetz so beschlossen, sondern der Bundestagsabgeordnete Jens Spahn. Das ist ja ein Teil der verrückten Politik der Union, dass sie sozusagen erst Ausstieg aus dem Ausstieg, dann wieder Einstieg in den Ausstieg. Ich weiß noch, der Markus Söder hat damit gedroht, zurückzutreten. Der war damals bayerischer Umweltminister. Wenn es auch nur einen Tag länger laufen, die Atomkraftwerke. Und jetzt auf einmal ist wieder alles ganz anders. Und das ist ein Teil des Problems. Ein Teil des Problems, dass es eben auch in dieser Frage keine gerade Linie gab. Mhm. Und ja, wir sind schon immer für die Energiewende und wir waren auch schon immer für den Atomausstieg, weil er einfach Risiken mit sich bringt, die es bei anderen Energieformen nicht gibt. Aber das zu kompensieren mit Kohle und insofern, Gas, und insofern ist klar, das musste man jetzt kurzfristig machen, sozusagen, weil wir einfach von einem auf den anderen Tag kein russisches Gas mehr hatten, weil uns vorher Regierungen eine solche Abhängigkeit getrieben haben. Aber es bestärkt mich darin, dass der Weg der Energiewende richtig ist und langfristig auch das günstigste, was man überhaupt nur haben kann, weil Sonne und Wind schicken keine Rechnung und die kann uns Herr Putin auch nicht abstellen. Das Problem ist nur, dass und insofern finde ich an dieser Stelle, sagen, wenn ich eine solche Energiepolitik verantworten würde wie Jens Spahn, dann würde ich hier nicht so selbstbewusst erklären, was ich alles glaube oder nicht glaube. Ja, und ehrlicherweise, vor einem Monat haben Sie gesagt, jetzt sind die Atomkraftwerke abgeschaltet, die Preise werden explodieren und seit einem Monat sind die Preise gesunken. Also schon das, was er vor einem Monat gesagt hat, ist falsch und deswegen kann ich nur sagen, bitte, liebe Bürgerinnen und Bürger, bauen Sie sich keine Erdgasheizung ein, außer es ist ein Aufkleber dran. Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Jens Spahn und CDU und CSU. Tja, ob das hilft, weiß ich nicht, aber unabhängig davon ist ja auch das jetzt ja wieder nur die halbe Wahrheit. Die Energiewende, die auf erneuerbare Energien setzt, war immer darauf angelegt. Und das war eigentlich Konsens. Und soweit ich das sehe, haben sie sich von dem noch nicht verabschiedet, dass wir aus Kernenergie, Kohleenergie aussteigen und Gas die Brücke baut. Und deswegen baut Robert Habeck und Tarek Al-Wazir mit ihm noch Gaskraftwerke. Und das muss man vielleicht auch einfach mal ehrlich dazu sagen. Die Abhängigkeit vom Gas wäre auch mit euch nicht gesunken, sondern gestiegen, hätte es diesen Krieg nicht gegeben, weil ihr Gaskraftwerke gebaut hättet. Das Zweite ist, weil es diesen Krieg gibt, haben wir gerade einen enormen
anderweitig zu deckenden Energiebedarf. Und was jetzt diese Koalition entschieden hat und die Grünen mitentschieden haben, ist, dass Kohlekraftwerke laufen statt der Kernkraftwerke. Die haben DDR-Kohlekraftwerke wieder ans Netz geholt. So uralte Dinger, die noch Kupfer und Blei in die Welt pusten. Grüne Umweltminister holen die zurück ans Netz, nur damit die Kernenergie nicht 2 Jahre länger läuft. Und da schlägt halt am Ende Ideologie-Pragmatismus. Bitte einmal, das würde ich gerne von Ihnen hören. Ist das gute Klimapolitik? Es war im letzten Winter nötig und es soll und so schnell wie auch? Es war im letzten Winter nötig, genauso wie im letzten und Winter im auch noch die Winter? Atomkraftwerke im Streckbetrieb ja. gelaufen sind. Und je schneller wir bei der Energiewende sind und je schneller wir. Aber jetzt mal im Ernst, also wenn Sie jetzt sehen, dass ja. der nächste Winter dann wieder so eine Notwendigkeit haben könnte, das ist ja nicht ganz ausgeschlossen, weil der Krieg möglicherweise weitergeht, dann doch lieber Kohle und nicht Atom? Also erstmal, jetzt bin ich mal gespannt, was Jens Spahn dazu sagt. Ich meine, die Kraftwerke sind abgeschaltet, die haben die Betriebsgenehmigung verloren. Wenn er jetzt dafür ist, neue Kernkraftwerke zu bauen, dann soll er es jetzt mal sagen und auch sagen, wo. Und dann reden wir mal weiter. Und das Zweite ist, ganz banal, Atomkraftwerke sind so unfassbar teuer in der Investition. Gucken Sie sich mal an, wie das passiert. Oh. Sozusagen in manchen Ländern, es gibt ja zwei, die welche bauen, die wirklich überhaupt nicht mehr damit zurechtkommen. Die brauchen so lange, dass wir am Ende für die nächsten Jahre überhaupt keinen Nutzen davon hätten, selbst ohne die Sicherheitsrisiken. Also insofern ist das eine Ablenkung von dem, was eigentlich... Kurze Antwort, was würde Jens Spahn mit den Kernkraften? Ich würde keine neuen... Nein, es geht doch nicht darum, neue zu bauen. Die drei kann man natürlich sofort wieder in Betrieb nehmen. Die stehen ja da noch. Man muss das Gesetz ändern. Gesetze ändern kann man innerhalb von 2 Wochen. Habt ihr bewiesen. Man muss Brennelemente bestellen. Das Personal ist auch noch verfügbar. Es geht nicht darum, neue zu bauen. Es geht darum, 3 sichere, verlässliche Kernkraftwerke, die übrigens abgeschrieben sind, die kosten auch nichts mehr, die 5% weiter mehr Strom, laufen, die retten uns dann. Weiter laufen zu lassen. Wir können einen Deal machen, ganz einfach einen Deal. Wir schalten in der gleichen, das sind 4 Gigawatt Leistung. Wir schalten einfach 4 Gigawatt Kohlekraftwerke ab, wenn diese 4 Gigawatt Kernkraft wieder laufen. Wenn es euch um Klimaschutz geht, wenn es um CO2-Vermeidung geht, lasst die 3 Kernkraftwerke die nächsten 2-3 Jahre laufen und nicht 4 Gigawatt Kohlekraft. Können wir sofort als Deal machen. Gegenangebot. Ihr macht das, was ihr in den letzten Jahren falsch gemacht habt, dadurch, dass ihr jetzt noch mehr und erstmals vielleicht für Windräder und Solaranlagen seid, was ihr nämlich jahrelang verhindert habt. So, und ich glaube, ehrlich gesagt, von der Investitionssumme her, das geht sehr viel schneller, das ist sehr viel günstiger und vor allem, es ist am Ende auch sehr viel sicherer und macht uns unabhängig. Übrigens so ganz nebenbei, 50% des Urans vor dem Krieg kamen aus Russland. Vor dem Krieg und heute sind andere Zeiten. Vielen Dank für den Austausch der Argumente heute. Jens Spahn und Tarek Al-Wazir. Gerne.